Ich möchte kurz was herzeigen, über was ich gestolpert bin und was mir sehr spannend vorkommt. Das ganze Projekt nennt sich Jupyter, jupyter.org, ist entstanden aus dem ursprünglichen iPython-Notebook, falls das jemandem was sagt, und ist ein wissenschaftliches Notizbuch. Als iPython hat es schon jahrelang gegeben. In dem letzten Jahr oder im vorletzten Jahr wurde es jetzt als eigenes Projekt, als jupyter.org übernommen, weil es mit Python nur mehr sehr wenig zu tun hat. Mittlerweile gibt es über 50 verschiedene Sprachkernels, die sich damit verwenden lassen. Die Idee dahinter ist nichts anderes als ein Notizbuch. Ich glaube, es gibt da sogar ein Try it in your browser. Also ein interaktives Notizbuch, sage ich einmal. Das heißt, interessant für Data Scientists, die irgendwie interaktiv mit Daten arbeiten wollen, oder für Studenten, die sich gleichzeitig Notizen machen wollen und vielleicht LaTeX dazu brauchen oder eben Datenbanken abfragen und Ähnliches, ist das genau das Richtige. Organisiert das in einer File-Struktur. Ich mache da mal, irgendein File auf, damit man das sieht, wie das aussieht. Hat eine Web-Oberfläche und dann im Endeffekt einzelne Zellen, die dann nach unten laufen und die dann entweder als Markdown, ich tue einfach doppelt klicken, als Markdown bearbeitbar sind. Also ich kann einfach Notizen in Markdown machen, kann mit Shift-Enter das dann wieder ausführen und habe in Abwechslung zu den Markdown-Feldern auch Source-Code-Felder, wo ich eben im Original mit Python, aber mittlerweile mit Ruby, mit Erlang, mit Scala, mit Java, mit Go, mit JavaScript, mit OCaml, mit weiß die Hölle, was noch alles geht, arbeiten kann und mir quasi interaktive Ergebnisse ausrechnen lassen kann. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich führe das einmal aus. Gucke eine Fehlermeldung oder ein Warning. Das Ding ist mittlerweile so populär, dass es zum Beispiel auch auf GitHub erkannt wird und man kann diese Notebooks, wenn man sie in GitHub eincheckt, auch automatisch rendern lassen. Wie gesagt, der Anwendungsbereich ist überall dort, wo man interaktiv mit Daten arbeiten möchte. Und ich gehe da jetzt nochmal zurück. Entstanden ist es an den amerikanischen Elite-Unis, also da sitzen ja jetzt noch die Entwickler, die daran werken. Und meine Empfehlung wäre vor allem für TU-Studenten, sage ich mal, ist es fast eine unbezahlbar tolle Lösung, weil die ganze LaTeX-Umgebung einfach out of the box funktioniert. Also braucht man nicht viel tun und kann eben interaktiv arbeitend komplexe Formeln niederschreiben, die langfristig verwenden. Und irgendwas hat das Netz trotzdem, oder? Weil da gar so viel tut sich da nicht. Ja, das nur als Tipp. Ich finde es ein wunderschönes Werkzeug, ist gut ausfinanziert. Das wird nämlich nicht mehr verschwinden. Und das war eigentlich der Tipp, den ich geben wollte. Gibt es Fragen? War ein bisschen ganz spontan, aber... Man kann sich's runterladen und auf dem eigenen Rechner installieren. Ist natürlich Open Source. Es gibt mittlerweile auch eine Lösung, die sich Jupyter Hub nennt, die serverseitig für Multi-User-Einsatz solche Kernels zur Verfügung stellt. Das wäre also sowas für die Uni vielleicht auch ganz spannend. Der wirft halt dann einen Docker-Container an, um dieses Notebook zur Verfügung zu stellen. Es gibt massig Plugins mittlerweile, also man kann Präsentationen drin machen und ähnliche Dinge. Also ich finde es einfach als schönes Werkzeug, auch wenn das jetzt da gerade nicht funktioniert. Also mit Hausübungen hat das zunächst einmal nicht viel zu tun, auch mit der TU selber hat das nichts zu tun. Das ist einfach ein Werkzeug, das an den Unis entstanden ist, um wissenschaftliche Arbeit zu unterstützen, sage ich mal. Ja.
In der Out-of-the-Box-Version nicht, weil der mit Studenten nichts zu tun hat, aber es gibt ganze Plugins dazu, die die Vergabe von Hausaufgaben und die Kontrolle von Hausaufgaben im Source, also im Programmierbereich schön abbilden. Das heißt, man kann als Lehrer sich dann Aufgaben definieren, stellt Basisbibliotheken zur Verfügung, markiert die Teile, in denen Source-Code geschrieben werden darf von den Studenten und kann sogar Autokorrekturen drüber laufen, der halt dann Punkte vergibt, sodass man sich nicht alles extra anschauen muss. Aber den Teil kenne ich nicht, ich bin nicht an der Uni. Danke.